Alright. Jetzt gibt's noch kurz zwei, drei 1v1s und dann geht's mit Valorant weiter. Das heißt, wenn ihr jetzt die Chance haben wollt, einen Bisaha-Skin zu gewinnen, na, dann schreibt jetzt euren Ingame-Namen in den Chat. Und wenn ihr mich schlagen könnt, dann könnt ihr im Rahmen des League-Partner-Programms einen Bisaha-Skin gewinnen. Eure Stunde ist gekommen. Und damit meine ich die Stunde von Simon44. Was darf's sein, Mr. Simon? Denke an Nauradis, der Terminator, Atrism, Haribert, Sharon, Camino, dann der Lachapfel ist mit dabei. Vielen Dank auch an Ai Hackstrom und AS Luke und der Nicht-Uju ist mit dabei. Vielen lieben Dank, Leute. Morgen gibt's wieder ganz normal Solo-Queue, ja. Morgen gibt's wieder ganz normal Solo-Queue, Leute. Und morgen machen wir auch einen richtig langen Stream und, weil ja dann die LEC ab Freitag ist, ne? Das heißt, morgen hauen wir einen richtig schönen, langen, angenehmen Stream raus. Denken wir mich wirklich auf der Botlane? Warte, den Clip gucken wir uns an. Das war halt so, aber ich hätte das halt, tatsächlich hätte ich das outplayen können, kam mir dann hinterher, ne? Like, look at this, guys. Ich glaube, die denken die mich jetzt hier wirklich auf der Botlane? Ja, denken sie mich denn wirklich? Ja. Natürlich nicht, Frederik. Schau, ich hätte einfach weggehen können, weil der Flash war echt gut. Ich hätte weggehen können, aber ich habe überhaupt nicht an den Pycook gedacht. Und dann bin ich einfach tot. Das ist aber doch nicht dein Ernst, oder? Denken Sie mich wirklich auf der Botlane? Yo, so, halt mal, was für ein Champion hat er sich denn ausgesucht hier? Kommt nach Valorant wieder League? Nee. Welcher Champ? Hat er schon was geschrieben? Scheint wieder der verbuggte Chat zu sein, leider. Du musst es in Twitch-Chat schreiben, bitte, welchen Champ du möchtest, ja? Fiora will er. Alles klar, Leute, danke. Danke euch fürs Aufpassen. Danke an Fleesox und Haribert. So, Fiora. Das ist tatsächlich ein sehr spicy 1v1. Ich glaube, in dem ist sogar Conqueror best. Not sure about it. Not so sure about it. Ich flitze ganz kurz auf die Toilette und hol was zu trinken, ne? Ich bin gleich wieder da. Und dann schauen wir mal, ob wir ein gutes 1v1 hinkriegen hier. So. Was ist los hier? Gib ihm Simon. Wait. The fuck? Hier gibt überhaupt niemand Entschuldigung, Twitch-Chat. Hier gibt überhaupt niemanden irgendjemand irgendwas, Kollegen. Da, jetzt wird erstmal hier das Abschluss 1v1. Okay. Tatsächlich, das Wichtigste in dem Matchup ist das W. Es ist zum Beispiel da in der Situation, wenn ich das W auf ihn treffe, kann ich ihn runterchasen danach. Aber leider habe ich das verkackt. Trotzdem sieht das sehr, sehr gut aus für uns jetzt. Wir resetten kurz das Mark, weil wir haben ein schlechtes und er ein gutes. Along for a worthy opponent. Jetzt haben wir Lane Control, das heißt, wir können sustainen und er nicht. Er muss Pots chucken. Oh, er hat auch ein Mark Reset gemacht. Wir machen wieder Mark Reset, wenn wir dürfen. Yep, Mark reset beide. Jetzt kriegt er wieder das schlechte Mark. Wir haben das gute Mark. Bleibst du da? Jetzt hat er wieder Mark reset gemacht. Jetzt haben wir das schlechte. Er hat das gute. Jetzt machen wir Mark reset. So. Alright. Jetzt ist es genau wieder andersrum. Jetzt wird er wieder resetten. Wir versuchen zu denyen. Okay, er hat Mark reset. Sehr, sehr spannendes Matchup. Okay. Strategisch. Das war jetzt natürlich absolut terrible von mir. Glück hat er da. Also du hättest mich da runterchasen sollen, ne? Kurzer ist kleiner Tipp. Du hattest mich da. Du hast mich outplayed.
A worthy opponent, Mr. Simon. Well played. Guter Versuch. Bisschen overconfident am Ende gewesen, aber war schön. Sehr schönes 1v1. Hat Spaß gemacht. Well played. Simon wollte zu viel. Ja, tatsächlich wollte Simon zu viel da. Habt ihr noch irgendeinen Champion Twitch-Chat, den ihr ins Rennen schicken wollt? Habt ihr noch jemanden? Vielleicht ist noch ein würdiger Gegner unter euch, der bereit ist, sich mir zu stellen. War sehr gut von Simon, ja. Auf jeden Fall. Okay, da sind ein paar mehr Leute, die sich für würdig befinden. Channel switched. So, ich mache mich schon mal hier in den TS, je nachdem, wer mich dann gleich wählt. Danke an Kirsch und Patpit für den Support. So. Alright. Nehmen wir uns mal den nächsten Kandidaten hier. Der gute alte Yumi ist als nächstes. Och, bitte nicht. Der Name lässt Düsteres vermuten. Sehr, sehr Düsteres. So, zack, zack, zack. Gucken wir, ob er reinkommt hier. Tyranny, vielen Dank auch dafür den Support. Einen wundervollen Wünschicht. Schade, ey, Yumi hat nicht angenommen. Da müssen wir wohl Lut 1 nehmen. Ist echt schade, Mr. Yumi. Ich hätte super gern gegen sie gespielt. Ne? Ihr Name lässt Gutes vermuten. Lutti ist leider früher da. Schade, Mann. Was darf sein? Katharina, alles klar. Das ist mein Brot- und Butter-Champion, ist das, ja. Die gute alte Katharina. Der gute alte Brot- und Butter-Champion. So, wie spielt man den Champion hier? Bin mir nicht so sicher, wie man die spielt. Attack Speed ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, den wir wollen, ne? Conqueror klingt auch gut. Triumph macht wahrscheinlich gar keinen Sinn. Tenacity? Nee. Wahrscheinlich Electricity. Ich den auch eine Ahnung. Ja, bei dem Matchup macht man sogar primär Physical Damage, ne? Na, let's go! Okay, mal gucken, was er hier draus macht. Welcher Skin ist denn am besten? Schon Kitty Cat, oder? Ich weiß nicht, ob Conqueror am besten ist. Vielleicht ist Electrocute einfach strikt besser in dem Matchup. Da bin ich mir nicht so 100% sicher. Ja, er nimmt Electrocute und hat Sorcery dabei. Welche Elo waren wir? Jetzt hat er nicht aufgepasst. Jetzt ist natürlich bei Katharina die Frage, ist es nicht einfach besser, das AD-Item zu bauen? Also das AD-Durans-Item. Ist das nicht einfach besser? Als das AP-Item? Ich bin mir so unsicher hier. Lass uns halt mal so machen. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, ein Langschwert mitzunehmen. Not sure. Komm ich einfach rein, ja. Alter. Hallo. Wir haben ein insanes Team. Ich sag mal so, die Synergy ist schon da, ne? Ja, also das, natürlich. die kriegen einfach über aufs Maul. Kein Problem. Brücke hat dich so zwischendurch mal reingeslidet und ja. ich meinte auch nur so, ja, vielleicht hättest du ja den Namen Farmfuchs dann nochmal ändern können, so, aber. So, jetzt einmal ganz kurz muten, ne, hier. Wir müssen jetzt noch einen Banger 1v1 spielen und dann geht's erst ins Valorant rein, ja. So, wie funktioniert jetzt dieser Champion? So war das, ne? Dann sammle ich meinen Dagger ein danach. Okay, we got this. Sammle meinen Dagger ein und dann werfe ich meinen Dagger. Because I can. Irgendwie, ich glaube, so funktioniert das nicht hier, ne? Okay, Trade God, John Nobby mit seiner Katharina. Einer der Besten. Ich bin actually voll low. Irgendwas funktioniert ja nicht so ganz.
Ich dachte eigentlich, dass Katharina ein bisschen hyphier wird, muss ich sagen. Also, dass da irgendwas passiert. Wird der ein 100 Cäsar hier, oder was ist der Call? No going back. Wait, aber warum ist der denn so viel tankier wie ich? Irgendwas läuft doch hier nicht richtig. Okay. So, unser Team ist schon bereit. Ich hab, Alter, das wird so geil. Hallo, ich hab Team. Ich hab richtig Bock. Das wird ja. So geil. Oh mein Gott. Haben wir ein gutes Team, oder? Ja, hallo? Ja, als ich gehört habe, Gott. Einfach, Pam, nicht da, aber ist Kevin bei uns im Team? Ja. Und Lama. Das gibt's eine Gehaltserhöhung, aber wenn wir jetzt gewinnen. Das kann ich zu verhindern wissen. Oh Gott, du bist gut in dem Spiel, Eni, ne? Definier gut. Ja, also für unsere Verhältnisse hier. Ich glaub ja. Okay. Wisst ihr, wie gut bist du? Du spielst kaum Rank, oder, Freddy? Ich spiel überhaupt nicht. Ich verliere gerade einen Katharina 1v1 hier. Ach so, das ist natürlich schlecht. Ich muss gleich für die 100 CS Wincon hier gehen. Noch kein Lifesteal, ne? Mach ihn jetzt. Reinflashen und einfach alle Tasten drücken. Ihr seid ihr schon ingame? Also ist schon die Lobby offen? Nö, ich bin ingame, aber noch nicht jetzt. Okay. Kappt euch ja eigentlich, alle. Denke mach mal hier. Ich frag mal Bart, wie es Overlord. User left your channel. Okay. Also, was ich rausgefunden habe, ist, ich weiß nicht, wie man Katharina spielt. Habe ich gerade rausgefunden. Ach, Quatsch, hat sie doch nicht. Ich bin gleich bei euch. So, herzlichen Glückwunsch an Lud1. Lud1, gib dich zu erkennen im Twitch-Chat. Du bist der stolze Gewinner eines Bisa-Haskins mit deiner Katharina-Performance. Herzlichen Glückwunsch, sehr, sehr gut gespielt. Ich habe da den einen All-In genommen und ich glaube, ich hätte dich igniten müssen, aber ich habe davor auch schon Pots verloren. Irgendwas habe ich massiv falsch gemacht. Ich konnte überhaupt nicht gegensustainen. Mein Damage hat sich irgendwie sehr schlecht angefühlt. Vielleicht hätte ich nicht für Conqueror gehen sollen, sondern für Electric. Keine Ahnung, was ich da falsch... Also ich habe auch die Kombos wahrscheinlich komplett daneben gespielt, ne? Aber sehr, sehr gut gemacht. Viel Spaß mit deinem Bisa-Haskin, ne? Herzlichen Glückwunsch.